Und hallo und willkommen zurück zu Enigmatis, The Ghosts of Maple Creek. Ich bin hier in der Kapelle mal wieder und ich muss den Fußboden noch aufmachen. Ich habe eine Brechstange. Und kann ich das aufmachen? Okay, was finden wir hier unten jetzt hier? Ein Stofftuch. Ein blutiges Stofftuch. Oh oh. Leichen im Keller und so viele. Das sind verdammt viele. Die Universität von Vermont, Smith Emily B. 57. Emily Smith, das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Sie verschwand nicht, sie wurde ermordet. Okay, das ist ja schon wieder krass, krass, krass. Und das ist in der Kapelle. Junge, Junge, Junge. Schmetterling, Vogelkäfig ist hier. Tischdecke müsste das hier sein. Schuhe brauche ich noch. Jetzt geht das ein bisschen langsam runter wie Öl. So langsam habe ich mich ein bisschen eingespielt. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Jetzt habe ich es gesagt und dann. Naja. T-Sieb. Was brauche ich denn jetzt noch? Nägel, sind das hier? Feder. Es ist immer die Feder. Immer die Feder. Einen Stern brauche ich jetzt noch. Ein Herz und nur ein Herz habe ich hier gesehen. Ein Stern ist hier drauf. Ein Koffer muss ich auch noch finden. Ist hier. Ziemlich, ziemlich groß. Eine Feder und eine Uhr. Das Federn? Ja, das zählt nicht. Okay. Feder und eine Uhr. Wo ist denn hier eine Uhr? Da ist die Uhr. Ziemlich groß. Weiter oben in der Ecke. Habe ich nicht gesehen gerade, weil ich nach unten links geguckt habe. Und eine Feder brauche ich noch. Was für eine Feder? Das ist immer die Frage. Was für eine Feder? Das letzte Teil und es dauert wieder. Es zieht sich. Da ist eine Feder. Okay, jetzt habe ich Hammer und Nägel. Warum auch immer. Jetzt können wir das hier zusammenbauen. Dreh die Teile und verschiebe sie, um das Bild wiederherzustellen. Okay, das ist ein Puzzle. Ich weiß ja nicht mal, wo das hin muss. Hier hin. Okay, das weiß ich nicht. Erstmal die Kanten. Das gehört nach oben. Kann ich das nicht hier oben? Nee, das passt nicht. Doch, da passt es. Passt das hier irgendwo rein? Weiß ich nicht. Das ist ein Teil für unten. Oder ein Teil für oben. Teil für oben. Nee. Das passt nicht. Das passt noch nicht. Okay, lass mal weg. Dann hier. Das passt auch noch nicht. Das sind... Okay, das müsste hier irgendwo hinkommen, weil das Dingens sind. Da kann man zumindest erkennen, wo das hingehört. Das gehört nach oben, das gehört dahin. Das ist ein Teil, was nach unten gehört. Das gehört hier dran. Aber ich weiß noch nicht genau wo. Da fehlt noch ein Teil. Das ist gebogen. Das passt da nicht hin. Aber hier passt es hin, ne? Ja. Dann passt das da dran und das passt da dran. Aber hier fehlt eine Ecke eigentlich. Okay. Hab nichts gesagt, hab nichts gesagt. Das gehört da dran. Das gehört nach oben. Frage ist, warum liegt hier sowas rum? Das gehört dahin. Nee, das gehört so rum. Das sind jubelnde Menschen hier. Das gehört da dran. Das ist ein großes Teil. Ich weiß gar nicht, wo das hingehört. Merkwürdig. Das passt auch irgendwie nicht. Das ist ja merkwürdig. Hier passt. Also das Teil passt nicht. Okay. Das gehört dann da dran. Das macht schon mehr Sinn. Und das muss ich dann drehen. Und dann passt das nämlich dahin. Und das gehört dahin. Okay. Das können wir mitnehmen.
sind wir hier auch durch und jetzt müssen wir... He's gone. I don't understand. The man was terribly wounded. Ja, gute Frage. Was sagt denn unser schlaues Buch? Er ist weg. Wie? Wohin? Warum? Werde ich ihn wiederfinden? Das ist eine gute Frage. Ins Zimmer und jetzt müssen wir schlussfolgern wieder. Das ist Hamilton. Das ist eine Akte von ihm. Das war sein Fall. Das war doch sein Fall, oder nicht? Opfer. Emily Smith, das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Smith Emily B. von vor 30 Jahren, Vermont, 14. Juli 1980. Ihr Leichnam liegt in der Kapelle unter dem Fußboden zusammen mit vielen anderen. Nur Mörder verstecken Leichen im Keller. Sie müssen alle grausam umgekommen sein. Ermordet. Die Frage ist, wer ist der Mörder? Wer ist der Verdächtige? Zielverdächtige. Schlussfolgern. Muss ich jetzt noch mehr schlussfolgern? Das Geheimnis von Maple Creek. Okay. Es lag ja in der Kapelle, also muss er der Verdächtige sein. Leichen in der Kapelle, das reicht aus, um den Prediger zu meinem Hauptverdächtigen zu machen. Das da auch noch? Das Geheimnis von... Anscheinend hatte Hamilton den Prediger im Visier. Ist dies derselbe Mann wie auf dem Foto? Wer sonst hätte die Leichen in einer mit einem komplizierten Schloss gesicherten Kapelle vergraben? Leichen in der Kapelle. Das genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Ich brauche Beweise, etwa die Mordwaffe. Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger. Ihn zu finden hat oberste Priorität. Er scheint nicht im Maple Creek zu sein. Er muss sich irgendwo versteckt haben, aber wo? Verstecke des Predigers. Naja, da wäre sein Haus. Das passt nicht. Okay, dann hier. Auch nicht. Unbekannt. Was hatte ich hier noch? Ich hätte dem Mädchen helfen können, schreibt er hier. Kommt das hier noch hin? Nein. Die Glocke gehört hier noch zu. Und das hier? Sein Haus muss einbrechen. Gehört das hier hin? Nein. Er muss einbrechen. Statue und verstecktes Prediger. Ich hätte es ja hier hingepackt, aber das zählt nicht. Und das hier, das kommt auch irgendwo anders hin. Ich weiß nicht genau. Kommt das hier zu Opfern? Auch nicht. Bei den beiden bin ich mir noch nicht sicher. Das sagt mir noch nichts. Das Haus muss einbrechen. Frage ist, wo einbrechen? Was haben wir denn noch auf der Karte? Den Wald und da hinten. Also muss ich jetzt da hingehen. Okay. Ich komme wieder. Was? Ich höre Schritte. Da war es uns nicht mehr. Ich muss das hier eigentlich noch mitnehmen. Hammer und Nägel. Und ich habe noch irgendwas zum Aufziehen. Ich weiß aber nicht, was ich aufziehen soll. Ich gehe erstmal. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte da lang. Ich wollte hier nochmal gucken, irgendwas zu schneiden. Brauche ich jetzt aber gerade gar nicht. Kann ich hier in den Wald gehen? Will ich in den Wald gehen? Das ist eine gute Frage. Eine Statue. Natürlich entstanden oder ein Monument. Zertifizierter Privatdetektiv Detective Richard Hamilton. Emily Smith, 23, ging im Wald um Maple Creek spazieren, verließ ihr Haus am 3. Juli 1980 eine Serie von Entführungen. Vermutet, dass sie ums Leben gekommen. Alle Opfer sollte Beweis sammeln. Emily Smith in Maple Creek verschwunden vor 30 Jahren. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich muss wieder zurück. Kann ich hier schlussfolgern direkt? Okay. Das gehört noch zum Fall.
Ich erinnere mich, er hielt sie in der Hand, als wir uns unterhielten. Ich muss herausfinden, was in dieser Tasche ist. Was enthält sie? Ich fand die Tasche mit alten Fallordnern darin. Leider hat der Wind sie fast alles zerstreut. Worüber geben Sie mir Aufschluss? Vielleicht kann ich einige Akten finden. Ja, der Ordner musste Detective Hamilton gehören. Auch er suchte nach einer Vermissten in Maple Creek. Wenn ich seinen Notizen folge, könnte ich dem Ganzen hier auf die Spur kommen. Finde Kate, bevor es zu spät ist. Ihr Statue haben wir hier. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe hier noch ein Haus und ich habe jetzt hier noch irgendwas, dass er sich schuldig fühlt. Der Felsen ähnelt was? Natürlich entstand oder ein Monument. Ich weiß leider nicht, wo ich da hingucken muss. Ah, ich kann das von hier aus machen. Sehr gut, das wusste ich nicht. Wo muss ich denn jetzt nochmal hingehen? Ich muss wieder zurück, ne? Ich muss jetzt da hingehen, okay. Ich kann da keine Schnellreise machen. Ich muss da hingehen. Na gut, ich gehe schon wieder falsch. Ich muss da lang. Ich will immer da lang gehen. Ich weiß auch nicht, warum. So, das gongt hier immer noch. Das muss da rein. Eiserne Hand hält den Ring. Was brauche ich jetzt noch? Hier ist noch ein Anhänger. Hier ist noch die andere Hand. Oh nein, bitte nicht. Die Ringe sind verbunden. Wenn du einen drehst, drehen sich seine Nachbarn entgegengesetzt. Dreh die Ringe, um das Bild zu vollständigen. Oh nee. Ich mag sowas ja nicht. Das passt nicht. Das sieht so ein bisschen aus, als würde das zusammenpassen. Die Frage ist, wo muss ich damit hin? Das ist korrekt. Das muss jetzt nur noch so gedreht werden, dass es passt. Da muss es hin. Glück ist es sukkulant. Dankeschön. Fledermäuse und der Prediger ist gerade verschwunden. Das ist gar nicht gut. Okay. Schuhabdruck. Sehe ich jetzt gerade nicht. Fledermaus. Sehe ich auch gerade nicht. Das fängt ja schon wieder gut an. Gehstockfäden nicht, aber direkt vor der meiner Nase. Gargoyle, bist du? Ein Meißel ist hier. Ein Stiefel ist auch hier. Ein Knopf. Ein Knopf. Ein Knopf, ein Knopf. Eine Gabel. Da ist ein Schuhabdruck. Eine Gabel. Eine Heugabel? Okay. Ein Kranz brauchen wir noch. Wo ist der denn? Da oben. Ein Blitz ist hier. Ein Knopf ist da. Eine Urne ist, das hier? Nein. Sieht aus wie eine Lampe. Eine Urne ist da unten. Eine Eule. Ist das eine Fledermaus? Und eine Eule ist hier. Dann haben wir alles. Juhu. Ein Meister. Himmelfuchs. Was ist das da? Es muss eine Treppe zum Glockenturm hinaufgeben. Alle Bewohner in der Kirche versammelt und in eine Art Trance verfallen. Wer hat sie hypnotisiert oder was? Ich gehe lieber keinen Schritt weiter. Diese Leute machen mir Angst. Okay. Dann sollten wir wieder... Was ist hier? Dann sollten wir wieder gehen. Beweise. Okay, das gehört noch zur Glocke.
Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren, zu verhexen und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Okay, die Frage ist, wie? Da muss man ja irgendwie hochgehen. Zum Friedhof. Da will ich natürlich auch direkt hin. Von das Buch von J.S. Collins. Ein nettes Zimmer. Okay, hier ist noch eine Kerze, die nehme ich noch mit. Natürlich, auf dem Friedhof, was auch sonst. Da will ich auch total hingehen. Hinter dem Efeu kann ich etwas erkennen. Hier, dann schneid das mal auseinander. Es sieht wie eine Vertiefung für irgendetwas aus. Habe ich natürlich nicht. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Okay, dann muss ich wieder gehen. Und ich muss zurück. Wo muss ich denn jetzt hin? Über den Balkon, glaube ich, muss ich. Und dann... Junge, Junge, Junge. So, Balkon. Darüber. Darunter. Nein, darunter. Zum Hinterhof, da will ich hin. Und dann hier hin. Und dann kann ich das Ding da einsetzen. Jetzt habe ich eine Pizza gekriegt, oder was? Messingkeile und große Kerzen muss ich sammeln. Ach du meine Güte, da ist schon wieder ein neues Wimmelbild. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.